Nicht. Doch. Also, ja? Aus Code. Ja. Ja? Ja. Die lesen aus Code. Nicht? Also aus der Scheiße Ja. des Nachbarn? Ja, der Elefant liest aus dem Dung, der Elefantendung, liest, sagen wir Wer mal, da war? Ich war wer, schon da. genau, liest, wer dahergegangen ist. Ne? Ja, ja, Ob es ja. jetzt ein Elefant Ah, war oder ein ja. Mensch. Ne? Ja, Das kann man, den Unterschied, kann man ja ja. Ob fast schon, männlich oder fast weiblich, also optisch die, schon, ja, also, ja. Ne? ja. Auch die Hunde lesen sehr viel, gell? Ja, Nicht, auch sehr ja. viel. Sie lesen also nur an von Gerüchen und so. Und ein Mensch, also eine Leseratte kann natürlich auch alles lesen, was nicht geschrieben ist. Ganz klar. Also eigentlich detektivisch tätig werden, Ja, ja. man Also kann Angst ich lese lesen. die Spuren eines Verbrechens, Ja, man kann ja. Angst lesen, man kann Gewalt lesen, Ja. man kann Sexualität lesen, man kann Ähren lesen. bitte? Ähren lesen, das Ähren, Korn, also richtig. Rest von, Ja, was noch natürlich. übrig ist, kommt noch Ja. viel Brot raus, Und man weil in kann der Wein Notzeit wichtig, lesen. einlesen. Wein lesen. Wein lesen, ja. Ja. Aber das gehört jetzt nicht zu deiner Spezialität. Die Weinlese? Ja. Doch, jedes Weihnachten, ja. Das werden die Ja, kommt großen, drauf an. Also großen, nicht. süßen Kältetrauben, also Ja, wenn sie ja. erfrieren, ja, Nein, ich sind sie ja meine ganz jetzt die besonders Wein, also wertvoll. die Flasche, also Etikett Wein Ach so, lesen. die Also liest das man, meine ja. ich nicht. Genau. Nicht wie Nee, ja. die Doofen da, die Trauben abmachen Aber und Lügen dann liest du für eine nicht. Flasche. Was? Lügen liest du nicht, das lehnst du ab. Ich lehne natürlich die Lüge ab, ganz klar. Als Ja. Leser, als Leseratte will man nicht belogen werden. Auch Nein. da, das ist so viel Arbeit, erstmal lesen zu lernen. Und wenn man dann noch belogen wird, dann ist man doppelt sauer. Jetzt gibt es ja neuerdings Kurse in der Volkshochschule, ja? Auch über Lesen, Ja. Technik, ja? Nicht, wie kann ich schneller lesen, wie kann Ja, ich richtig. langsamer lesen? Das Richtig. Regulieren, ja? Es Ja. gibt drei Gänge, Ja. Gangschaltung für Lesen, Und raten ja? Sie mal, wer der Initiator dieses Lehrgangs ist. Das möchte ich mal wissen. Ich. Weil ich will natürlich auch unter Gleichgesinnten sein. Es Natürlich. ist natürlich, es ist traurig, wenn man ganz alleine Leser ist. Als Leseratte ganz in einer Stadt, dann wird man ja so auch ein bisschen schief angeguckt, ne? Aber einmal hattest du eine ganze Klasse von Studienräten und die konnten nicht so gut lesen wie du. Natürlich nicht. Nicht? Nee, nee. Lesen ist natürlich auch irgendwo eine Naturbegabung. Ja. Ne? Ich meine, wenn man so durch die Stadt geht, durch die Fußgängerzone und den Leuten unter den Schuhen praktisch die Schuhgrößen liest. Ach, das ist aber schwer. Das ist Ja. schwer. Das sind so, Ja. das sind, das sind, Das ist ja bodennah quasi, ja. Also da musst du nach ja, oben das ist gucken. für mich eine Ja, ja, Anforderung. Das ja, ist ja, Lesen. Ne? Das ist wirklich das Glück des Und Lesers. da genügt dir nicht die Einschätzung, dass einer, wenn er einen großen Fuß hat, Größe Nein, nein, ich will das 43, sehen. Ich will 44, das sehen. Schätzwert, nein, Ja. nein, nein. Und es kann ja auch sein, dass der Fuß viel kleiner ist als der Schuh. Ja, Ja. da ergibt sich eine Differenz. Ja. Aber wenn ich Schuhgrößen lese, meistens habe ich Glück, denn die Nummern sind meistens an der Stelle eingestanzt, wo der Fuß nicht den Boden berührt. Sonst an der Sohle vorne Ist oder wieder so ein Hacke, gleich weg, da die wäre es ziemlich Einzeichnung gleich weg, weggetreten. ja. Nicht? Ja, das Ja, ist traurig. ja, Das genau. passiert natürlich bei diesen. Es gibt flache Schuhe, da ist die Sohle ganz glatt, da ist die Nummer schnell weggetreten. Dann bin ich immer sehr traurig. Was wäre, wenn du einem Außerirdischen beschreiben solltest, was Lesen ist? Also lateinisch legere heißt sammeln und Ja, lesen. ja, Ligeia lectüre. ja. Lesen einem Außerirdischen beschrieben, Sammeln, Buchstaben sammeln. ja, ist Bin eigentlich Wortesammler. Leben. Leben. Lesen ist Leben. Leben, ja. Zum Leben erwecken. Zum Leben erwecken. Buchstaben zum Leben erwecken. Ja, das ist vielleicht ganz schön ausgedrückt. Ja. Das ist sehr schön. Welche sind deine Lieblingsbuchstaben? L, Ja. R,
Y und Z? Nein, Y nicht so. Y nicht. Kommen auch nicht so oft vor, ja? Z nicht? Auch nicht. Nee. Alles, was auch auf dem Klavier vorkommt. Ja. Das heißt, O, sehr schön. Aber O gibt es doch auf dem Klavier nicht. Für mich schon. Ja. Und wie ist es mit Notenlesen? Notenlesen ist auch sehr schön. Ja. Das muss man ja nicht können. Nein. Das ist ja das Schöne am Lesen. Ja. Es reicht ja manchmal, wenn man nur guckt. Ja. Aber gibt da auch A, ja? Nicht? Habe ich A. gehört, ja? Nicht? Also A-Dur-Sonate. Ja. B-Dur-Sonate, Z-F-Sonate. Sonate. Ja. TZ? TZ, das ist ein ziemlich schnelles Stück. Sie merken, ich kann gar nicht spielen. Ja. Aber es ist Perpetuum mobile, heißt das Stück. Aber man braucht ja nur Töne und einen Namen für das Stück. Genau. Ja? Und da muss man noch sagen, ist es B-Dur oder F-Moll? Ach, P. P. PQ. PQF. PQ. Ich möchte mich aber nicht jetzt dazu sofort entschließen, ob Moll oder Dur. Nee. Weil das weiß ich noch nicht. Das merkt man dem Stück hinterher an. Mhm. Ja. Es ist fröhlicher Natur. Ja, genau. Also man kann auch sagen, der fröhliche Zecher, der fröhliche Leser, das Wort fröhlich kann man doch immer dazu machen. Fröhlich bei Leser immer. Immer. US-Staatsanleihe 3,191 minus 0,070 Euro. Hochgeklettert. 1,3771 minus 0,0154. Tanzen dir die Buchstaben denn nicht manchmal so vor dem Auge? Wenn man zu viel liest. Ich bin Brillenträger. Aber da ist natürlich eine ganz klar. Oder wie? Das ist eine normale Brille, also mit null Dioptrien. Null. Also für Normalaugige. Ja. Trägt man also sozusagen aus Standesgründen, damit die in der Stadtbibliothek als Leser denken, natürlich. Man wäre. Wenn man so eine Brille trägt, dann braucht man den Ausweis gar nicht vorzulegen, wenn man ein Buch verleiht. Oder entleiht, Entschuldigung. Ich habe so viele Bücher in meinem Leben geliehen und nicht zurückgegeben. Was machst du damit? Werden die im Keller aufbewahrt? Nee, vernichtet. Also alles, was gelesen ist, kommt auf den Kompost. Ja. Denn ich bin auch Hobbygärtner. Aber kommt aus diesem Kompost dann neue Bücher oder Pflanzen? Für mich schon. Ja. Pflanzen sind Bücher. Papyrus. Woraus macht man eigentlich Bücher heutzutage? Aus Pflanzen. Bäume. Holz, aber holzarm. Meist ist Papier holzarm. Es gibt aber auch holzfreies Papier. Ich habe gehört, dass du finnisches Papier bevorzugst. Ja. Nicht? Also, du riechst da dran und dann gibt auch nordenglisches, das lehnst du ab. Ja, das ist nicht so schön. Das riecht nicht so gut. Nee. Die Finnen haben da eine schöne Papierkultur. Sehr schön. Ich nehme auch finnisches Toilettenpapier ausschließlich. Und da gibt es auch viel zu lesen. Man kann ja nicht die sieben Todsünden erfinden und dann sich selbst bezichtigen, einer dieser Geschichten. Das geht ja nicht. Nein. Luxuria, Wollust, was kann ich mir unter Wollust vorstellen? Naja, im Winter, da kann man das ja schon noch verstehen. Schneeballschlacht mit Wollust. Wollust im Winter. Ja. Aber im Sommer ist es doch... Wollust macht heiß. Ja, heiß, ja. Muss man abkühlen. Nein. Was hilft gegen Wollust? Kalte Dusche. Dusche ist ganz wichtig. Ira, der Zorn. Ja? Wut, Vergeltung, Rachsucht. Kann man sagen, was ist der Unterschied zwischen Zorn und Wut? Wut ist blind. Also man kann sagen, Zorn Gottes, aber nicht Wut Gottes. Nee, Wut ist blind. Ein Gott, der wütend ist. Wut ist eine Reaktion. Unbeherrschtes Wut. Ja. Und Zorn ist mächtig. Mächtig, Zorn ist eine Antwort. Ihm schwoll der Zorn.
bis in die Höhe des Mastbaums. Sein Blut ein Springbrunnen. Das ist keltischer Zorn. Ja,